Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hallo, mein Name ist Nobody. Und wissen Sie was? Nobody is perfect. Und okay, ich muss wahrscheinlich dazu sagen, dass Terence Hill diesen Anmachspruch schon damals niemals verwendet hätte und womöglich auch Bob Odenkirk jetzt gerade kurz in seinen Mund erbrochen hat bei dem Gedanken daran. Egal, ich habe keine Standards, aber vor allem bei den Filmen, die ich mir anschaue, habe ich sie dann sehr wohl, denn was ich persönlich wahnsinnig gerne mag, das sind gewaltvolle, gehaltvolle Actionreißer. Und so mochte ich den von Ilanice Huller gedrehten Actionfilm Hardcore aus dem Jahr 2015 ganz besonders. Der ist ja bei uns von Cape Light veröffentlicht worden und war eine unglaublich innovative Ego-Point-of-View-Action-Parforce-Jagd. Und er hat dann aus welchem Grund auch immer einfach 6 Jahre keinen Film gedreht, aber sich dann 2021 wieder aufgerafft und den Film Nobody gedreht. Mit Bob Odenkirk, besser bekannt als Saul Goodman aus Breaking Bad und, well, Better Call Saul. Und in einer weiteren, kleineren Rolle auch kein geringerer als Christopher Lloyd. Wir sehen außerdem noch Michael Ironside, The Razor und einige andere in einem Film, der angeblich wirklich geil sein soll. Und angeblich sage ich das, obwohl der Film natürlich bereits seit einiger Zeit als Hongkong 4K erhältlich ist, wo auch der deutsche Ton mit drauf war, wollte ich einfach auf eine europäische Steelbook-Version warten. Und ja, natürlich könnt ihr jetzt sagen, aber Zocki, wieso hast du auf dieses Steelbook gewartet? Das Steelbook sieht scheiße aus. Und dazu muss ich sagen, ja, du hast absolut recht, das ist potthässlich, aber ich weiß, ich bin halt trotzdem irgendwie ein Verpackungsfetischist und selbst wenn das Cover-Artwork der Standard-Blu-Ray wirklich schöner ist, ganz im Gegenteil, es ist viel schöner, dieses Motiv, wo quasi Bob Odenkirks Gesicht gleichzeitig von 4 Fäusten für ein Halleluja malträtiert wird. Aber während eben die deutsche Steelbook-Version erst am 11.11. erscheint und dabei eben zum Beispiel als Standard-Steelbook verfügbar ist und als Amazon-exklusive Steelbook-Edition ebenfalls, aber die deutsche Version kostet halt einfach 40 Euro und bei der italienischen bekommt man dem Cover nach zu urteilen das absolut identische Steelbook, nur halt eben schneller und um circa 10 Euro billiger. Und ja, wäre dieses Cover nicht schon hässlich genug, ist es natürlich auch noch ein absolutes Full-Gloss-Finish-Steelbook. Wir haben da den Titelschriftzug mit 2 ganz kleinen briefmarkengroßen Bildern drauf. Ganz ehrlich, was hat man sich dabei gedacht? Können dann aber eben über den Spider mal auf das Backcover schauen. Das wartet in italienischer Sprache, in dem Fall unsere Informationen. Aber ich kann zumindest auf der 4K-Disc deutschen Ton bestätigen, zumindest laut der Backcover-Angabe. Das ist vielleicht eben ein Grund, weswegen man da durchaus Geld sparen kann. Wobei, gut, apropos Geld sparen, Universal hat definitiv auch einiges an Geld gespart, das man normalerweise für einen vernünftigen Steelbook-Designer ausgeben müsste. Aber wenn ich hier jetzt einmal dieses Blatt entferne, das wahrscheinlich eben wirklich der einzige Unterschied vom Steelbook her zwischen dem deutschen und dem italienischen ist, können wir auf dem Backcover ebenfalls eine solche Briefmarken-Bildsammlung feststellen, die aber glücklicherweise zumindest eine andere ist als hier auf dem Backcover-Blatt. Nein, ganz im Ernst, es ist ein Steelbook in einem eigenen Stil, aber es ist... Na, ich find's nicht schön. Ganz, ganz im Ernst, ich finde es absolut freaking-lutely hässlich. Aber wir können dann einmal hier auf das, auf die 4K-Disc schauen. Einerseits eben hier mit dem Bob Odenkirk-Motiv, das eben auch als Standard-Blu-ray-Cover verwendet wird. Beziehungsweise dann hier die Standard-Blu-ray offensichtlich inhaltsgleich eben mit der UK-Auflage, aber eben laut Backcover nicht mit der deutschen. Wir sehen da ein absolut cooles Bild eigentlich. Sehr schön gemacht fürs Innere von dem Steelbook. An der Stelle mag ich irgendwie die Tatsache, dass Bob hier im Schwarz-Weiß-Look eigentlich gehalten ist und der Hintergrund passend eigentlich zur Farbgebung vom Frontcover ein bisschen in Gelb. Außerdem mag ich die Tatsache, dass er hier auf der linken Seite untergebracht ist und demnach der wichtigste Teil des Motivs auch wirklich schön zu sehen ist, wenn hier auf der rechten Seite die Discs noch drin
drinnen sind. Das ist ein nettes Innendesign, aber wirklich, wirklich, ich habe zwar den Film noch nicht gesehen und weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie durch irgendwelche Objekte oder Szenen in dem Film erklärt werden würde, was dieses Cover-Artwork für einen Sinn hat. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist...